Mein Name ist Nina Gehry. Ich bin Physiotherapeutin und habe mich auf Atemphysiotherapie spezialisiert. In den folgenden Videos sehen Sie atemerleichternde Körperhaltungen. In den Videos geht es nicht darum, dass Sie alle Übungen kennen und können. Es geht darum, dass Sie sich von den gezeigten Übungen ein, zwei Übungen aussuchen, die Sie dann für sich in den Alltag einbauen können. Es geht darum, dass Sie wissen, wie Sie diese Übungen, diese Haltungen einnehmen. Wenn Sie dann im Alltag in eine Stresssituation kommen und Atemnot bekommen, dann könnten Sie eine dieser Übungen einnehmen und versuchen, sich zu entspannen, und die Atmung wird dann wieder ein bisschen erleichtert. Die einzelnen Übungen sollten mit der sogenannten Lippenbremse durchgeführt werden, die im Folgenden dann noch erklärt wird. Bei der Lippenbremse werden die Lippen zuerst locker aufeinander gelegt, dann wird der Druck erhöht und die Lippen mehr aufeinander gebremst, und dann soll durch diese kleine Öffnung langsam ausgeatmet werden. Das Ziel dabei ist, dass der Ausatemstrom verlangsamt wird, also gebremst wird, der Druck innen erhöht wird und die Bronchien dabei länger offen bleiben.